So, jetzt rede ich gerade ein bisschen wenig. Weil es einfach super scheiße zu kommentieren ist. Ich hasse es echt. Ich hasse es echt nachzupflanzen. So. Ach ja, hier habe ich noch was. Schreicht aber nicht mehr. Natürlich. So, so, so. Perfekt. Wie viel habe ich jetzt? Eins, drei, dreieinhalb Stacks. Warte mal, wenn ich jetzt erstmal den Raum ernten gehe. Ach, scheiß was drauf. Ich mache das jetzt komplett alles weg hier. Dann gehe ich das gleich mal runterbringen. Oh, da ist ja auch noch ein Raum. Hui. Also, hier einmal richtig ernten gehen, da hat man schon ordentlich Dias. Jetzt habe ich eine Skype-Nachricht. Also, nicht die Bloody Beach. Doch, eigentlich schon. So, irgendwie gibt es anscheinend Probleme mit dem Download von meinem Texture-Pack. Der Link ist übrigens in der Videobeschreibung. Normalerweise müsste es gehen. Und, ja gut, wenn nicht, kümmere ich mich da nachher mal rum. Beziehungsweise, guck, wo das Problem ist. Guck, da wird das Problem ist. So, ach übrigens, also wenn irgendjemand wirklich Erfahrung hat mit Texture-Packs machen, die Person, sie kann sich mal bei mir melden, weil mein Texture-Pack muss ja mal geupdatet werden. Jetzt durch neue Blöcke in Minecraft etc. tt. Also wäre cool, wenn es da jemanden gäbe, der da Lust hätte, das zu machen. Und dann werde ich das Texture-Pack einfach nochmal als Version 2 downloaden. Natürlich kann man auch noch Verbesserungen einbringen. Man kann natürlich auch selber noch ein bisschen kreativ sein, wenn man da schon das Texture-Pack macht. Aber es soll natürlich schon den Stil von meinem Texture-Pack beibehalten. Ja, stimmt, das war der OP-große Raum hier. So. Zack, zack, zack. Wenn Weiß und Dom so wüssten, dass ich wieder einfach ganz schamlos wieder bei mir wohne, in meiner alten Base, wo sie schon mal waren. So. Zack. Ja. So, so, so. So. Übrigens, ich kann mal so ein bisschen spoilern. Ich kann noch nicht genau sagen, wie lange es noch dauert. Ihr kennt ja, oder einige von euch kennen ja wahrscheinlich den GamingWookie.de Minecraft-Server. Das ist übrigens noch auf 1.7.9. Könnt ihr auch natürlich vorbeischauen mal. Der wird auch bald bestimmt auf die 1.8 geupdatet. Also es dauert einfach immer. Auf jeden Fall, da wird es bald ein riesiges Update geben. Und ihr werdet den Server nicht mal wiedererkennen. Dann wird das auf jeden Fall für jeden was sein. Und wenn ich jeden sage, dann meine ich auch jeden. Außer vielleicht für Leute, die gerne Real-Life-Minecraft spielen. Also auf Real-Life-Servern sowas. Das gibt's nicht, aber sonst gibt's dann alles auf diesem Server. Und es wird auf jeden Fall richtig geil. So, und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und fast 8 Stacks Dias. Und unten, Stacks Weizen, also 7 Dias, 8 Dias. Und unten sind auch nochmal 7. Das ist super schlicht so schlecht. Dann gehe ich nochmal vielleicht gleich ein bisschen Experience farmen. Jetzt gucke ich mal. Er findet es nicht. Okay, ich werde mich drum kümmern. Aber ich nehme jetzt ja bloß gerade ein bisschen auf. Merkt ihr selber. Die Domain ist, ihr findet das übrigens, wenn ihr das Texture-Pack mit www.rpresourcepack.gamingwookie.de .de, jetzt kopiere ich das und dann nicht so. So, also so müsste man auf jeden Fall das Resource Pack finden, könnt ihr mal gucken. Und ich muss jetzt hier aber erstmal weitermachen, Leute. Jetzt muss das hier weitermachen. Ach Gott, das wäre ein Ey. Aber ich habe immerhin recht viele Pfeile jetzt wieder. Und Stärke 5 Bogen, Leute. Das könnte meine Chance sein. So, nicht gefunden. KP mache ich nachher. So. Gut. Übrigens, die Person kann sich jetzt auch gegrüßt fühlen, die mir das gerade die ganze Zeit schreibt. Sie hat in ihrem Skype-Status gay stehen. Ja. Okay. So. Zack, zack, zack. So. So, Leute, das ist so eine scheiß Arbeit, ey. Ich hasse es.
Ich bräuchte dafür... Wenn Satani noch da wäre, Leute, dann... Satani, das wäre so OP, wären wir. Dann nicht diese ganzen Tode. Der hätte auch noch seine Schutz 1 Rüstung gehabt und hätte die mittlerweile bestimmt jetzt auch auf Schutz 2 geupdatet komplett. Boah, Leute, ihr wisst gar nicht, wie stark wir gewesen wären. Aber nein, er musste ja sterben, die Sau. Die Sau? Ja doch, die Sau ist richtig. Ich muss gerade überlegen, ist die Sau überhaupt grammatikalisch richtig? Ach, da wollen wir... Okay, perfekt. Oh ja, auch cool. Ist auch nochmal ein bisschen was gewesen. Ey, damals diese Minifelder, die wir hatten. Diese Minifelder, die wir hatten. Lächerlich im Vergleich zu heute. So, was machen wir jetzt? Jetzt könnte ich natürlich nochmal gucken, dass ich hier schnell mal ein Level bekomme. Nochmal schnell ein Level bekommen, dann meine Hose versuche zu verzaubern. Wenn ich Schutz 1 bekomme, dann werde ich mich weiter darum kümmern. Wenn ich nicht Schutz 1 bekomme, dann werde ich mich nur noch auf den Dia-Apfel, den OP-Gold-Apfel stürzen. So, jetzt Leute, spawnt hier. Spawnt meine Freunde. So, dann müsste ich nämlich Level haben. Schade, dass ich nicht einfach mal so ein Stack, nur einer gespawnt. Das müsste aber trotzdem reichen. Reicht. So, jetzt wünscht ihr mir richtig Glück. Ab jetzt drückt ihr bitte die Daumen, Leute. Und schreibt mir in die Kommentare, wer jetzt wirklich Daumen gedrückt hat. Der ist nämlich cool. So, jetzt drückt ihr mir Daumen, dass ich jetzt auf Schutz 1 verzauber. Dann ist wieder alles okay. Dann haben wir die Chance, ey. So, bitte, 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 Leute. Bitte, 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 bitte. So, zack. Bitte, bitte, bitte. Ja, Mann! Richtig geil. Das kostet 9 Level, so und so rum. 4 Level. Oh, schickas. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut, weil 4 Level werden wir in Kürze haben. Und dann werde ich einen kurzen Cut machen und werde dann Gold suchen gehen. Ich brauche ja noch... Ich weiß gar nicht, was habe ich ausgerechnet. So, auch gut. Es war auf jeden Fall nicht mal viel, was ich brauchte. What ich need. My English skills are very well. So, machen wir einfach hier so zu. Aber perfekt, Leute, perfekt. Dann haben wir noch eine schöne Schutz. Zwei Hose, Leute. Und dann vielleicht bald noch ein OP-Goldapfel. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Faggot. Da kommt noch ein Creeper von hinten. Das habe ich gerade noch im Augenwinkel erblickt. Da ist er. Oh. Ich könnte auch mal gucken. Nee, wir machen es jetzt anders. Ich gehe jetzt gleich raus. Zu dem Klaus. Und dann geht's ab hier. Ich werde jetzt, ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 9 Stacks brauche ich, 4. Okay, perfekt. 9 Stacks brauche ich. So, 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 so. Perfekt, so, schneller, schneller, Leute. Habe ich... Ah, ne, Schutz 1, stimmt, ja. Ich dachte schon. 9 Stacks. Los, los, los. Ich erkläre euch den Plan gleich, wenn ich hier fertig bin, weil ich kann nicht arbeiten und reden gleichzeitig. Ich muss mich hier voll konzentrieren, damit das hier auch schnell geht. 35. Zack, zack, zack. Ich glaube, habt ihr schon mal so schnell Weizenfeld ernten im Akkord gesehen hier? Das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist doch Wahnsinn, meine Freunde. Zack, zack, zack. So. So, ich... Wirklich, jede Sekunde zählt, aber das ist echt Wahnsinn. Schon krass. So. Gut, perfekt. Ich hab's zusammen, mein Stuff. Da habe ich doch was geerntet. Nicht geerntet, das gesehen. So. So. Wahrscheinlich war hier noch was drin, oder? Nee. Ach doch, wäre sogar noch was drin gewesen. So, so, so. Perfekt. So, so viele. Zack, habe ich. Perfekt, perfekt, perfekt. Jetzt heißt es einmal laufen. Wir gehen zum Spawn.
doch zum Spawn, richtig. Und holen uns dann mal... Nee, ist ja gar nicht gespawnt. Ist nur die Mitte des Spawn. Es gibt ja keinen richtigen Spawn. So. Level 2. Bitte lass es Nacht sein. Das wäre so gut. Dann hätten, würden wir uns richtig schnell so Level 10, 11, 12, 13, 100 machen können. Und dann... Die neuen Dias habe ich mir jetzt übrigens geholt, weil daraus kann ich mir noch Schuhe und Helm craften. Und vielleicht, wenn ich richtig viel Glück habe und dann so mich noch ein bisschen auf so, sagen wir mal, Level 15 Level, dass ich dann zweimal Schutz 1 noch verzauber. Und es ist Tagscheiße. Mist. Oh, Nacht, das wäre so geil jetzt. Wo ist denn der Mond? Im Osten geht die Sonne auf. Im Westen nimmt sie ihren Lauf, im Süden... Nee, keine Ahnung. Wo geht die Sonne unter? Nie ohne Seife waschen. Das hat damit aber nichts zu tun. Das hat was mit dem Kompass zu tun. Ich weiß es nicht. Aber die Sonne geht, glaube ich, unter, oder? Ja, Sonne geht unter, perfekt. Super, 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 super geil, meine Freunde. Ja, ja. Wir haben noch eine Schutz 1, wo so richtig gut ist das, richtig gut. Oh, jetzt habe ich hier richtige Schank-Errors. Da unten ist eine Höhle. Da waren Creeper unten. Können die mir irgendwie hier mal vielleicht Code? Da unten ist eine Base. Ach, das ist die von Weißwas und Domse. Die habe ich doch gesehen. So. Und das heißt jetzt nicht, dass ich da... Das ist die alte Base von Weißwas und Domse. Und bitte kein Hate jetzt. Ich habe Schankfehler genutzt. Ich habe sie ja gar nicht genutzt. So, jetzt aber nachts schnell zum Creeper. Ist natürlich zum Spawn-Dingens da. Ihr wisst, was ich meine. Ist ein bisschen ungemütlich gleich, vermutlich. Aber manchmal muss ein Mann tun, was ein Mann tun muss. Er muss zu einem Villager rennen und sein Viet handeln. So. Hell läuft. Kann ich gar nicht... Ach, man kann gar nicht so schnell machen. Na, Mist. 9 Dias. Bitter wäre es, wenn ich jetzt zu wenig dabei hätte. Stack zu wenig. Oder einfach nur so 2, 3 Weizen zu wenig. So, jetzt schnell, 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 schnell. Gegen die mag ich ja überhaupt nicht zu kämpfen. Creeper gehen eigentlich recht chillig. So, kann ich mal einsammeln. So, schön. Gib mal Level, tu mal Level, ey. Ah, okay, auch cool. So, ich weiß, man hätte die natürlich jetzt auch irgendwie in eine Base locken können und dann vermehren. Aber ich bin da jetzt nicht so geil drauf. Komm, sterb. Wie viel? 2 Leder. Das bedeutet, früher oder später kann ich auch nochmal... So, Level 4 wäre ich schon mal. Früher oder später kann ich auch nochmal ein paar Bücher uns machen und... Dann dadurch auch nochmal ein bisschen eskalieren. So, macht insgesamt 4 Bücher. Oh ja, da ist Paddy hart, Alter. Ah, scheiße, so wollte ich das jetzt nicht. Oh, Leute. Den muss ich töten. Komm bitte her jetzt und lauf nicht weg. Nice, Enderperle bekommen? Fragezeichen? Nee, habe ich nicht bekommen, so ein Fickkopf. Muss ich noch einen angreifen? Oder habe ich einen angesammelt? Nee, habe ich nicht. Leute, Leute, Leute. Level 5. Level 6. Oh! Hier unten sind auch noch ein paar Level, ein paar Erfahrungen. Ein Eisen gedroppt. Brauche ich aber nicht. Zumindest gibt es Dinge, die ich mehr brauche. So, du stirbst jetzt. So, du auch. So, du auch. Komm, Enderman. Enderman, Enderman, Enderman. Uiuiui. Oh, zack, zack. Mist. Sterb doch mal endlich. Ja, Enderperle. Nice. Weglaufen erstmal. So, nice. Level 9. Level 10 gleich. So. Huh. Ist auf jeden Fall... Fall Konzentration pur hier gerade. Man muss sich wirklich im Akkord momentan leveln. So. Es wird schwer, aber mit dem Gold noch.
Level 11, wie gesagt, sagen wir 14. Level 14 möchte ich noch werden. Geh ich mal wieder dahin. Da liegen auch noch ein bisschen Erfahrungen. Rom, bum bum. Hier ist ein Lavaloch. Ist auch nicht so schön, direkt daran zu kämpfen. Ja. Enderman, du musst gar nicht mal so abgehen hier. So. Ich glaube, der Spruch war, im Süden ist sie nie zu sehen. Das heißt, die Sonne geht im Süden. Im Süden ist sie nie. Bedeutet, dann geht sie auch nicht unter. Warte mal, dann, wenn sie. Dann geht sie im Westen unter, oder? Wo geht die Sonne unter, Leute? Jetzt googelt das mal und dann schreibt es mir hier in die Kommentare. Ah, oh, Mensch, ihr müsst ja auch mal für was gut sein hier. Auch schön, was man sich so alles in so einem Let's Play fragt. In Let's Play Bloody Beach. Das geilste Minecraft-Projekt, was es gibt. So. Also ich würde mich momentan so weit aus dem Fenster legen und lehnen und sagen, das gehört schon zu den geilsten so irgendwie, weil was ist momentan? Varo ist natürlich auch natürlich ein Projekt, was krass war, was so diese super viele Zuschauer natürlich auch hatte. Aber Bloody Beach hat recht viele Zuschauer. So. Und ich finde, es hat mehr Spannung so als Crafttrick. Crafttrick ist ja zwar auch ein geiles Projekt, aber es steckt da ja nicht viel hinter eigentlich. Mal so ein bisschen Let's Play Together mehr oder weniger. Mit Offline-Spielen. Mehr ist es ja nicht groß. Und deswegen, glaube ich, kann man als Bloody Beacher wirklich sagen, ja, doch, das Projekt ist schon Elite. Partner.net, Alter. Level 16 auch sehr gut. 4 Level brauche ich ja gleich nochmal, um mein geschmeidiges. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich bekommen? Nur 4. Ist nicht so viel. Deswegen töte ich die beiden Freunde noch. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Zack und zack, 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 zack. Level 17,5, 18. Bestimmt werden wir das auch noch, wenn wir hier so ein bisschen noch töten gehen. Das wäre es ja wirklich zu schade. Nein, eine Witch. Okay. Diese blöde. Ach, die hat mir nur so einen kleinen Trank reingedonnert. Oh Gott. So, du stirbst. Lange bei dir. Jetzt habe ich. Was war, kann ich aber nie erkennen hier. Ich muss hier irgendwann meinen Ofen nochmal hinstellen. Der Ofen, der war irgendwie immer so das Elixier, woran ich das meine Base erkannt habe. Ich muss mal gucken. Oh, das ist natürlich auch alles sehr hart kaputt gegangen. Aber, naja, egal. Können wir, wenn wir alles auf Schutz 1 noch verzaubern, was ich gleich craften werde, können wir das alles sogar noch reparieren. Damit quasi. Auch das wäre sehr gut. So. So. Jetzt sind wir gleich unten. Alter, die Hose ist so gut wie kaputt. 9 Level. 4 Level, Schutz 2. So, Helm, bitte. Ach, der Helm, der war... War das mit dem Helm nicht so, dass das so sauteuer war? Weil da noch Wasseraffinität mit drin steckt. Oh nein. Crafte ich eben noch schnell mal Schuhe.